Herzlich willkommen hier aus unserem Pearl TV Sommergarten. Fantastisches Wetter. Ich hoffe, Sie genießen das auch so richtig. Ha, herrlich, oder? Der Sommer hat uns so richtig im Griff. Das ist auch wirklich schön, wenn man dann draußen sitzen kann, wenn man das so richtig schön genießen kann. Man hat dann die Fenster aufgemacht und auch mal die Terrassentür, damit so richtig schön durchlüftet, ja? Damit dann auch so ein bisschen Erfrischung in die Wohnung reinkommt. Und wenn man dann abends in der Wohnung sitzt, vielleicht vom Fernseher oder auch wenn man ins Bett geht, dann stellt man mit Schrecken fest, man ist nicht allein. Denn durch die offenen Fenster und die offenen Türen haben sich einige ungebetene Gäste in die Wohnung mit reingeschmuggelt. Haben Sie das auch schon mal erlebt? Ja, da sind dann plötzlich Käfer mit reingekommen oder Fliegen oder sogar Spinnen. Ja, die sind natürlich ganz schrecklich. Haben Sie auch so Angst vor Spinnen? Die sind dann mit reingekommen durch die offenen Fenster, durch die offenen Türen. Zack, hat man diese ungebetenen Gäste plötzlich in der Wohnung. Und was macht man da? Ja, schreien hilft dann auch nichts. Angst haben, da gibt es keine Angst mehr. Da muss man zur Tat schreiten und muss die irgendwie wieder loswerden. Da habe ich was Tolles für Sie, und zwar dieses Gerät, um von diesen lästigen Tieren wieder loszuwerden, kann man jetzt hier zur Tat schreiten, und zwar mit einem sogenannten Spinnen- bzw. Insektensauger. Und das ist sehr, sehr clever, weil viele überlegen ja immer, was kann ich machen, gerade bei zum Beispiel Spinnen. Wahrscheinlich jetzt auch viele Damen, die mir zuschauen, die sagen dann immer, oh Gott, ja, ne, da wecke ich dann meinen Mann, der muss die Spinne dann irgendwie einfangen oder dann vielleicht auch. Ja, man kommt immer auf die Idee, einsaugen mit dem Staubsauger. Aber da gibt es ja diese Gruselgeschichten, die kennen Sie wahrscheinlich auch. Die klettern dann, wenn man die nur einsaugt, aus dem Staubsauger wieder raus. Und das stimmt wirklich, weil die sind ja dann nicht tot und die klettern wirklich aus dem Staubsauger wieder raus. Ne? Oder vielleicht legen die da drin noch ihre Eier oder sowas und dann kommen ganz viele Spinnen aus dem Staubsauger wieder raus. Deshalb, da muss man vorsichtig sein. Deshalb hier professionelles Werkzeug zur Beseitigung von Insekten. Und das ist von Xbuster, also wirklich professionell das Ganze. Das ist ein Sauger. Und wenn man den jetzt anschaltet, dann hört man das auch schon, der hat ein Gebläse drin. Das heißt, wie ein kleiner Staubsauger hier vorne mit so einer klassischen Spitze, die kann man auch abnehmen, wenn man möchte, aber die ist extra so gemacht, dass man hier auch durch diese Verlängerung die schön weit weghalten kann von sich selber. Ne? Man möchte ja nicht so nah rankommen. Man kommt damit dann auch gut in die Ecken und damit kann man jetzt diese unliebsamen Tierchen einsaugen. Da ist extra hier im vorderen Teil, kann ich Ihnen auch mal zeigen, noch so ein kleines Lichtlein eingebaut, sodass man auch für die dunklen Ecken dann noch ein Licht hat, um die schön zu sehen. Wenn die Spinne sich dann mal hinters Bett verzogen hat zum Beispiel oder unter den Schrank, da kann man auch noch so ein bisschen leuchten. Und dann kann man die einsaugen und die werden hier nach unten, ich nehme das mal ab, um das zu zeigen, hier unten angesaugt in diesen unteren Teil. Und da ist jetzt hier so ein Hochspannungsgitter. Und da werden die gleich direkt und schonend getötet. Also das ist wie bei diesen Insektenvernichtern gemacht. Also hier drauf, zack und tot. Und dann kann man die natürlich dann hier auch direkt, weil die sind ja dann hier drin, dann hier einmal mit diesem Pfropfen versehen. Der ist für Sie im oberen Teil mit dabei, zack. Und dann kann man zum Mülleimer laufen oder auch draußen dann vielleicht auf den Balkon oder die Terrasse und dann das tote Tier dann direkt, zack, 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 einmal wegmachen. Und dann hat man hier seinen Spinnenvernichter wieder dabei. Und so Tiere, die sind natürlich überall. Also auch wenn wir hier mal schauen, ne, um uns herum. Ich habe hier überall Tiere, also wirklich überall. Wenn man hier mal schaut, zum Beispiel da unten jetzt gerade, da sehen wir hier, da sind schon ganz viele Spinnen. Schauen Sie mal da, da sitzen die dicken Spinnen. Oh, gucken Sie mal, da sind sie jetzt überall. Also wir sind ja hier zum Glück nicht in der Wohnung, ne? Also wir können sie ja jetzt hier dann auch leben lassen. Aber nur um Ihnen das mal zu zeigen. Gucken Sie mal da, da ist die dicke Spinne. Sehen Sie die? Das ist der Wahnsinn. Da sitzt sie. Ja, da ist sie. Ganz, ganz dick ist sie. Und wenn ich die jetzt einsaugen würde, dann kann ich hier natürlich diesen tollen Sauger hier aktivieren und könnte die einsaugen. Ich hoffe, die ist jetzt nicht zu schnell. Ich probiere es jetzt mal, um Ihnen das mal zu demonstrieren. Zack, wupp, und dann kann ich sie hier, die ist aber wirklich schnell. Oh, da ist sie eingesaugt. Jetzt habe ich sie hier drin. Und Sie sehen, die ist super schnell dann auch hier direkt schonend getötet. Und dann kann ich die natürlich dann auch hier direkt, wenn ich das möchte, dann entsorgen. Also das geht wirklich schnell.
und ist sehr, sehr schonend für die Tiere. Und dann ist das wunderbar. Also Sie sehen, wenn Sie sowas mal in der Wohnung haben, gerade dann auch die großen Tiere, die großen Spinnen oder sowas, ne, dann geht das wunderbar. Weil man möchte die ja nicht in der Wohnung haben. Man möchte die nicht am Bett haben. Stellen Sie mal vor, die krabbeln dann bei Ihnen nachts zum Beispiel übers Gesicht oder dann auch, es gibt ja auch so Storys, ne, dass sie in die Ohren oder sowas reinkrabbeln, Gottes Willen. Das ist ja furchtbar. Deshalb hier einmal zugreifen und dann haben Sie diesen tollen Spinnensauger, gerade dann natürlich auch für die Damen, die da immer riesig Angst vor den Spinnen haben. 17,01 €, dieser tolle Spinnensauger, das ist eine geniale Sache. Deshalb, da können Sie direkt zugreifen und sich dieses tolle Gerät nach Hause holen. Hier sehen Sie auch mal für so dicke Fliegen oder sowas. Das ist dann richtig praktisch und vorne das Licht noch dran. Die NX 5748 und die 569, Ihre Bestellnummer. Vielleicht haben Sie auch jemanden im Freundeskreis oder in der Familie. Jemanden, der so richtig Angst vor Spinnen hat. Es gibt ja wirklich Leute, die haben wirklich so eine wahnsinnige Phobie. Die drehen dann richtig durch, wenn die irgendwo eine Spinne sehen. Die betreten dann die Räume auch gar nicht mehr und die können da wirklich dann gar nichts mehr machen. Gerade wenn natürlich solche Leute da auch alleine zu Hause sind. Die wissen sich dann oft gar nicht mehr zu helfen. Schenken Sie denen doch sowas auch mal. Ne? Weil oft ist es ja dann so, gerade wenn man dann mal irgendwo eine Spinne hat und denkt, jetzt bin ich alleine zu Hause. Und dann ist niemand da, der einem hilft. Ne? Da hat man wirklich Angst. Für mich, ich mag Spinnen auch nicht, für mich ist auch immer eine riesen Überwindung, dann jetzt so ein Tier dann irgendwie loszuwerden. Manche Menschen sind da wirklich so, die sagen, komm, ich nehme die dann in die Hand sogar und tragen die raus oder nehmen die irgendwie mit dem Glas oder so. Ich kann das auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss sie dann auch, ich muss wissen, dass die wirklich tot ist und weg ist. Weil ich habe auch immer diese Gruselgeschichten, dass die dann halt da wirklich mir übers Gesicht laufen oder in irgendwelche Körperöffnungen oder irgendwo Eier legen und sich vermehren oder sowas. Deshalb, ich finde das auch ganz schrecklich. Deshalb, ich muss sie dann auch loswerden und da ist so ein professioneller Spinnenvernichter natürlich genau das Richtige. 17,01 €. Sie können da gleich bestellen. Deshalb, Sie dürfen natürlich auch mehrere bestellen, wenn Sie sagen, einen für mich jetzt und einen vielleicht für eine gute Freundin. Die NX 5748 569, weil wenn man da wirklich so eine Angst vor hat, dass sie sich dann auch da irgendwie vermehren und in der Wohnung rumkrabbeln und oh Gott, das ist wirklich schrecklich. Und wenn man das einmal auch gesehen hat, oh, ganz furchtbar, ne? Da hat man eine riesen Angst vor, kriegt man gleich eine Gänsehaut. Deshalb hier zugreifen, NX 5748 569 für 17,01 €. Professionelles Gerät, das Ihnen dann da zur Seite steht, wenn dann mal die Spinnen in Ihrer Wohnung sind und dann haben Sie Hilfe. Also hier ein ganz tolles Produkt. Ich bin froh, dass wir das haben und wahrscheinlich Sie dann auch, wenn Sie so viel Angst vor Spinnen haben, damit Sie da immer spinnenfrei sind, gerade jetzt in der Zeit, wo man häufiger mal das Fenster oder die Balkontür auf hat. Und da kommen die Tiere einfach in die Wohnung. Nur lässt sich nicht vermeiden.